Oh, wer ist das denn da unten? Ach, der Ballon sieht aus wie Ednas Kopf. Ach Mann, ey. Das ist ja mies. Das ist ja echt mies. Hallo, nimm mal den Ballon jetzt. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Oh Mann, ey. Gemein. Können wir hier noch was machen? Grundsätzlich erstmal nichts. Meine Güte, die Gnome häufen sich ja langsam hier. Mensch. Diese Kartoffelköppe. Was haben wir denn hier? Wir müssen. Was wollten wir machen? Was sollten wir machen? Genau, wir gehen mal raus. Ach, er ist immer noch da. Wir wollten immer noch das Rezept haben, ne? Shawnee war gemein. Erdlilly dachte, artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Ja. Oh, warte mal. Wenn ich dem Kippen gebe, gibt ihr uns bestimmt das Dingen. Aber ich könnte ihm auch einfach das Ding hier als so ein bisschen. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ja, also ich glaube, mit Kippen kannst du so einen Typen auf jeden Fall beeindrucken hier. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy, aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher, was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Ah. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Merkwürdig. Hier im Ballon. Shawnee schien nicht. Lilly musste wohl ein. Lilly mochte statische Elektrizität. Es erinnerte sie an das Gefühl, das sie hatte, wenn sie an ihre Eltern dachte. Was? Was? Muss ich das verstehen? Alkohol. Ich gebe ihm Alkohol. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Was ist denn das für ein Rowdy? Kein Alkohol, keine Kippen? Das ist doch nicht wahr. Murmeln wollte er auch nicht, ne? Shawnee, Lilly musste wohl. Wie wär's hier mit einer Rauffassung? Shawnee schien. Lilly muss. Der will echt keine Kippen? Das kann nicht sein. Das Ritterschwert kann ich ihm auch nicht geben. Shawnee, ne? Lilly muss. Lilly hatte gehört, dass in diesem. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Aber nur, wenn ich nervös. Da ich aber nicht bin, was im. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, wir gehen mal. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie. Gab es noch irgendwas im Keller? Im Keller gab es nichts mehr, ne? Außer den pinselten Kartoffelgnom. Die Konservendose kann ich immer nicht nehmen, oder kann ich die mittlerweile nehmen? Lilly verstand sie darum. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Und kaputt. Hier noch irgendwas im Ofen? Naja, ich weiß noch nicht. Ich wollte eigentlich hier zu dem. Hä? Oh, was macht sie denn hier? Mir schwant schon wieder was. Eine Schande, dass Lizzy war immerhin der einzige Beweis, dass sie doch eine Freundin auf der Welt hatte. Ja. Kann ich mit Zuka sprechen? Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zuka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Nee, gab's überhaupt keinen Anlass. Er kommt doch auf so eine blöde Idee. Kann ich mit dem Ritterschwert das rausschnitzen? Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Warum nicht? Einfach wegschnitzen. Lilly hatte nicht. Verstehe ich nicht. Zuka schien Lilly, aber das. Okay, wir können.
Das geht auch nicht. Tüdüm, 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 tüdüm. Lilly hatte. Müll die vielleicht kippen? Zucker schien Lilly, aber das war. Ich habe keine Ahnung, wie soll man denn die. Warum nicht mit. Wenn nicht mit dem Messer? Wie soll man denn. Oder mit dem Schwert? Wie soll man die Dinger denn da rauskriegen? Okay, da fehlt uns scheinbar noch irgendwas. Verstehe ich nicht. Vielleicht eine Axt. Vielleicht müssen wir den Baum tatsächlich fällen. Wir gehen wieder zum Kloster. Und was war noch? Was war es noch? Was war es denn noch? Die, Ach, warte mal, ja. Die Knallfrösche. Die Knallfrösche, wo waren die denn nochmal? Klosterflur, ne? Ja. Psst, jetzt ist kaputt. Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und was ich denn? Möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wenn du auch was für uns ich tust? Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist ja wirklich die Beste, Lilly. Ist das ein Bug oder was? Steht der immer noch davor in Wirklichkeit? Aber er müsste uns zumindest die Knallfrösche runterholen. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Ja. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Na, leg mich doch am Fuß. Der Gargoyle machte sich scheinbar. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Ja, und er hier? Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Ja, warum nur? Warum nur? Hast du Shai schon den Brief übergeben? Mm-mm. Kein Problem, ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist wirklich die Beste, ja. Lilly. Ich frag mich immer noch hier, was dieses Schild hier, ne? Was hat das für eine Aussagekraft? Nichts Gutes, denke ich mal. So, wer soll das bekommen? Lilly? Nee, Shai. Shai, Shai. Oh, dies ist der Liebesbrief. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder was? Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui. Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Eieiei. Ei, ei. Ja gut. Und nu? Oh Mann, Lilly. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Kapu. Mhm. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So ja, viel auf steht jeden fest. Fall. Ja. Ob Kapu auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall. Und viel Ching. Shibuya und viel Ching. Hier. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Was? Okay, die nimmt keine Kippen. Oh, ich kann ihr noch was geben. Kann ich ihr vielleicht Alkohol geben? Hier. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Keiner will den Alkohol in die Kippen. Was ist los hier? Wie schade. Warum nicht? Vielleicht, Tollkirschen? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade.
Die ganzen Kostverächter hier. Die ganzen guten Sachen. So, soll man eben Bescheid sagen oder so? Kommt er dann vielleicht da mal weg? Oh. Oh. Ja, das ging ja schnell. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheißhaare anfangen auszufallen. Ach ja. Was? Die Liebe. Müssen die jetzt ausgerechnet da drunter stehen? Also das Spiel ist schon irgendwie mies, ne? Das Spiel ist echt mies. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Yeah. Oh mein Gott. Ich sehe gerade hier oben, der ist an einem Seil befestigt. Oh mein Gott. Eine Schwertscheide, wo man etwas hindurchstecken kann. Ja, das ist ja schon wie mit dem Zaunpfahl. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Ja, genau. Wenn es jetzt 12 schlägt, dann schlägt es 12. Verstehe. Dafür müssen wir natürlich die Szenerie verlassen. Oh Mann, ey. Das ist echt nicht schön. Gemein. Okay, Was können wir denn machen? Oh, das Banner ist wieder weg. Warum ist das Banner wieder weg? Was ist da los? Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Was sagt die Oberin denn dazu? Lass mich allein! Ich bin durch mit euch Kindern! Okay. Die Oberin trank einen Bo. Vielleicht sollte sie die Marke weg. Soll ich der Oberin vielleicht mal hier so ein bisschen Alk geben? Für die Oberin, warum soll... Was kann ich ihr hier vielleicht Kippen geben? Die sieht so aus, als könnte ich Kippen gebrauchen. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Okay. Über meine Einweggläser. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Okay. Wir gucken mal, ob das... Wo war das denn jetzt nochmal? Brunnen? Kapelle? Achso, ich musste ja auch hier lang. Ne? Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh shit, auch noch beide direkt. What the fuck? Er guckt direkt hier. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Er hatte es zwar vorhergesehen, aber nichts dagegen unternommen. Er würde mit der Schuld leben müssen. Oh Mann, wie mies. Echt mies. Schon wieder Kartoffelmännchen. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. So mies. Wir gucken mal, ob es da ein neues Wappen gibt. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Oh mein Gott. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Oh mein Gott, ey, was ist denn hier los? Hier gibt's ja gleich keine Kinder mehr. Außer Lilly und Edna. Ja. So geht das ab in Kinderheim, ne? Oh mein Gott. Das ist, nicht so witzig. Ganz schlechter Witz. Ganz schlechter Witz war das jetzt. Man möge es mir verzeihen. Puma-Banner. Meine Herren. Mir fällt gar nichts mehr ein. Das ist echt Mist.
Wo sind eigentlich... Hier gibt es sonst gar nichts mehr. Brauchte ich nicht von ihr irgendwie die Pfadfinderabzeichen? Aber die hat die Oberin ihr weggenommen, ne? Wir hängen mal eben das Banner unten auf. Knallfrische kann der Junge bestimmt gebrauchen. Draußen. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Mhm. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ja, dafür ist leider zu spät, ne? Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. What the heck? Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Sag mal, ist der Oberin irgendwie nicht aufgefallen, oder was, dass der hier rumhängt, oder was? Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Das gibt's ja gar nicht. Wie mies ist das denn? Was ist mit der Torte hier? Kann ich die auch mitnehmen? Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können. So sehr freute sie sich für Birgit. Ja. Ja, ich freue mich auch sehr für Birgit. Oh Mann. So, was... brauchen wir denn also die Knallfrische? Wäre jetzt meine Idee. Ich guck mal. Hier, Knallfrische. Du hast noch ein Feuerzeug. Wie wär's mit Knallfrische? Johnny schien nicht interessiert zu sein. Ja, leck mich doch am Fuß. Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Was? Was ist das für ein komischer Raufbold, ey? Kann ja nicht wahr sein. Was will der denn haben? Was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn noch für Optionen? Was müssen wir denn noch machen? Kantine. Die Oberin ist wieder weg. Ach so, ja, warte mal. Wir haben ja das Pfadfinderabzeichen, ne? Kommen wir hier weiter? Kann man jetzt hier aufmachen? Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ja. Da lasse ich nur aus... Ja. Okay. Guck mal hier.